It's you guys. Man, we were hoping you were a meal. Hiya. Don't give me any of that hiya stuff. Thanks to you clowns, we're back to scavenging scraps for a living. Come on, it's not that bad. I enjoyed that weak dead elephant we had yesterday. Hey, how's Simba? We gotta laugh every time we hear that dude's name. Ooh, say it again. Simba. One more time. Simba. Simba. That's enough. Go on then. See for yourself. Simba is one wishy-washy king. Yeah, I bet about now even some of those high and mighty lionesses were wishing they'd gotten themselves a different king. Gorge, what do you think could have happened? Well, let's go find Simba and see. Scar? Huh? A ghost? We better tell Simba about this. Wonder if he's up there. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix HD. Wir sind zurück im geweihten Land und schauen mal, was Simba so treibt und mussten gar nicht weit gehen dafür. Seid ihr gekommen, um Simba zu treffen? Wir haben Scars Geist gesehen. Ein solches Omen kann nur ein Vorbote für das Ende unseres geweihten Landes sein. Und dennoch, König Simba will nichts unternehmen. Die Tatsache allein, dass er der Sohn des großen Königs Mufasa ist, bedingt wohl nicht notwendigerweise, dass er bereit ist, über das Königreich zu herrschen. Vertrau mir, Simba wird sich irgendetwas überlegen. Es wird Zeit, dass er seinen Überlegungen Taten folgen lässt. So wie sein Vater es getan hätte. Er hat mit Mut und Stolz geherrscht. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Der große Mufasa. Simba wird all das tun, du wirst schon sehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Warte hier, ich werde mit Simba reden. Nun denn, Simbamba. You came back. Are you okay? You don't look so good. Hey Simba, why don't we team up and do something about that Scar ghost? Seems like everybody's worried about it, so now's your big chance to show them what you're really made of. That doesn't concern you. Sorry. It's okay. I just wish I knew what my father would do. But he's not here, Simba. It's all up to you now. And that means the important thing is what you're gonna do being the king, not what your father would have done. So you're saying it's all up to me? See? There you go. Exactly. Yep. We know your dad was a great king and all, but now it's your turn. Remember what I taught you. You gotta put the past behind you. It's time to go out there and show everybody things are gonna be just fine. Yeah, you can do it. You gotta live for today. And find your own path. Live for today. And find my own path. Not my father's. That's it. I'm glad to hear you say that, Simba. Nala! Promise me you'll help Simba any way you can. As long as Sora handles the dangerous part. I'm counting on you, Simba. And so is our baby. Mm-hmm. Great, now we're gonna have to babysit. Uh-huh.
Let's go see Rafiki first. I'm sure he'll be able to tell us something about that ghost. Sora hat die Ability Sturmlauf gelernt. Und Simba muss in der Gruppe bleiben, von daher lassen wir Donald doch einfach mal draußen. Und was macht Sturmlauf? Löst einen schnellen Angriff auf einen einzelnen Gegner aus, während Sora einen Spurt ausführt. Okay. Naja, von mir aus. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich ja noch nach den Schlüsselschwertern gucken wollte, aber das kann ich ja zum Glück gerade noch tun. Kann ich nämlich einmal gucken, ob der... Genau, hier, St. Kyrbinian ist nämlich stärker als das, was ich momentan ausgerüstet habe. Was mir ein wenig leid tut, weil ich den Seelen echt richtig cool fand. Was ich allerdings ziemlich blöd finde, ist, dass ich jetzt momentan nicht meine anderen Formen ansehen kann. Aber gut, bleiben wir einfach mal bei St. Kyrbinian für den Moment und wuseln weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz wohin. Wo ist denn Rafiki? Wo ist Rafiki? Ist aber auch egal, hier war auf jeden Fall ein Herzloser. Ein einziger einsamer Herzloser. Gut, und wir springen hier nicht runter, weil wir können das gar nicht. Ich dachte, ich kann hier jetzt einfach nochmal runterspringen, aber okay. In dem Fall laufen wir eben oder schlittern. So, die Frage bleibt aber, wo ist Rafiki eigentlich? Da ist noch eine Schatztruhe, die ich nicht erkannt habe, weil es nicht aussieht wie eine Schatztruhe. Und wir kriegen die Karte vom Königsfelsen hier, auch gut. Warum nicht? So, Rafiki, wo bist du? Eventuell hier. Es sind zumindest drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen heißt, ich war da noch nicht. Könnte ziemlich gut aussehen und die Höhle der Weisen klingt auch nach Rafiki. Und das hier sieht nach Rafiki aus, von daher würde ich sagen, wir sind hier richtig. Oh, der König, will er endlich seinen Weg gehen? Ich denke schon. Kannst du uns etwas über Scars Geist erzählen? Oh ja, der Geist. Ein Wesen ohne Körper. Es entsteht, wenn das böse zurückgelassene Herz von Scar auf das zögernde Herz von Simba trifft. Zögernd? No. Du denkst, das trifft nicht auf dich zu? Oh oh. Dieser Geist erinnert irgendwie an einen Herzlosen. Ich weiß nicht. Richtig, du weißt es nicht. Aber du weißt, dass es furchteinflößend ist. Und dass es Angst in den Herzen aller im geweihten Land erzeugt. Du magst vielleicht nicht wissen, was es ist, aber es trotzdem existiert es. Die Welt ist voll von derartigen Dingen und diesen Dingen muss ein König entgegentreten. Das ist die Prüfung, der du dich stellen musst, Simba. Das ist alles? Komm schon. Du musstest doch noch mehr über den Geist sagen können. Nein, heute nicht. Aber die Hyänen auf dem Elefantenfriedhof wissen vielleicht mehr. Doch das ändert auch nichts. Es gibt wenig, was der gegenwärtige Simba ausrichten kann. Sag doch sowas nicht. Nicht jetzt, wo er bereit ist, es zu versuchen. Sein Kopf mag bereit sein, aber was ist mit seinem Herzen? Lass es gut sein, Sora. Brechen wir zum Elefantenfriedhof auf. Nun gut, Kann ich ihn jetzt rausnehmen? Ne, kann ich immer noch nicht. Alles klar, dann bleibe ich so und wusel zum Elefantenfriedhof. Mal schauen, ob das so eine gute Idee ist. Auf jeden Fall kämpfen wir hier erstmal gegen den Geist von... Den Geist von Scar und jede Menge Herzloser. Wow, 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 wow. Thank you.
ich weiß nicht so recht, das sah ziemlich mächtig aus, aber es hat nicht so viel Schaden angerichtet. Und es hat den Herzlosen vor allem nicht vernichtet, der ist einfach abgehauen jetzt. Was ich ziemlich uncool finde. Komm her! Komm zurück und kämpfe wie ein Mann. Oder so. Woohoo! Ich finde, das sieht immer noch ziemlich geil aus, wenn ich hier einfach so rumschlittere. Ich suche ja eigentlich genau, ich suche hier nach Herzlosen. Ich dachte mir nämlich, dass die Savanne nicht nur die ein paar, die ein paar Herzlosen hier am Anfang hatte. Und kämpfen ist definitiv, wie gesagt, nicht verkehrt. Auch wenn ich mit der Form hier immer noch nicht so hundertprozentig klarkomme. So, und ich muss jetzt mal gucken, wo es zum Elefantenfriedhof geht. Hier? Uppala. Los, Goofy! Kröt ihn! Ich dachte, ich hätte Herzlose gehört. Elefantenfriedhof, ja, perfekt. Wow. Hey, you! Ah, come on! Can't you guys just leave us alone? Do you three know anything about Scar's ghost? Huh? Scar's ghost? Maybe. You do know! Besiege die drei Hyänen, Shenzi, Banzai und Ed. und nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die was wissen. Oh, na komm schon. Komm her, du Vieh. Das hier ist herausfordernd. Aber jetzt haben wir hier zumindest mal einen erwischt. Komm her. Oh, ist der schnell. Achso, ich hab auf Viereck gedrückt, das hat das Spiel noch nicht ganz so mitgekriegt. Aber ja. Hinterher, los, lauf. Ist der wieder da hochgesprungen, die Sau. Vielleicht wäre es effektiver, einfach mal in die andere Richtung zu rennen und den dann so einzuholen. Aber so funktioniert es ja auch. Und zumindest einen dürften wir so gleich erledigt haben. Das hier ist nervig. Das hier ist echt nervig. Vor allem, weil ich so schlecht gleichzeitig rennen und zuhauen kann. Und das hier ist nicht derjenige, den wir die ganze Zeit hatten. Das ist ja blöd. Oh. So, dich haben wir erledigt. Gut. Immerhin einen. Gott, ist das schrecklich. Der hier ist zum Glück nicht allzu gut im Abhauen. War er zumindest nicht, bis gerade. Habe ich ihn ziemlich gut erwischt hier. Und war's das schon? Ach, komm schon. Ich schnapp dich. Es ist aber auch so schwierig, hier überhaupt nachzukommen, ist schon schwierig genug. Und dann gleichzeitig auch noch auf X zu drücken, um ihn anzugreifen. Oder zu springen, ist alles nicht so einfach. Aber hier in der Luft... Ich glaube, in der Luft ist es tatsächlich am schlechtesten, wenn man sie in der Luft erwischt. Einfach, weil sie dann direkt in der Luft in eine komplett andere Richtung einschlagen. Abgesehen davon, dass man die grauen Hyänen auf dem grauen Hintergrund ja echt nicht gut sieht.
Aber da ist die letzte und die hat nicht allzu viele Lebenspunkte. Von daher, Gott sei Dank. Und tragbare Accessoires. Wir können mehr Accessoires tragen. Das ist sehr hilfreich. Oh no! I guess you caught us all! What are we gonna do? Tell me about Scar's ghost! Sorry, we don't know nothing. Oh wait! It's coming back to me. That's the one that only hangs out around Freddy Cats. Right, Banzai? Enough! There it is. Must be a Freddy Cat around here somewhere. Simba, do something! How does it feel to be king, Why, you must be a truly inspiring ruler by now. After all, you are the son of the great Mufasa. Where are you going? Ah, Simba, running away as always. Simba! Gorge, Rafiki was right. You mean Simba's still unsure? Seems like. Do you think there's some way we can help? We should start by talking to Simba some more. Let's head back to the Pride Lands.